Hallo meine lieben Leute, heute werde ich euch zeigen, wie ihr euren PC allgemein ein bisschen schneller machen könnt, wenn es jetzt nicht nur ein bisschen in Spielen ist, also mit dem FPS, aber halt so von den Seitenladen im Internet und so, also es ist ganz hilfreich. Also als erstes müsst ihr hier auf Systemsteuerung, hier oben auf diesen Pfeil hinter Systemsteuerung, so hier wird dann stehen alle Systemsteuerungselemente, da klickt ihr dann drauf. Jetzt auf Leistungsinformationen und Tools. Hier seht ihr jetzt visuelle Effekte anpassen. Da klickt ihr drauf. So. Hier habt ihr jetzt das Fenster offen. Optimale Einstellung automatisch auswählen. Das ist eigentlich immer normal. Dann gibt es hier noch für optimale Darstellung anpassen. Da wird nur dieses Feld hier geöffnet. Also gefüllt. Und für optimale Leistung anpassen. Das ist halt das, was es schneller macht. Hier wird dann zwar alles weggemacht, also alle Häkchen. Aber keine Angst, da passiert nichts. Ich hoffe sowieso schon mal, dass da das viele kennen. Da klicke ich einfach auf Übernehmen. Und jetzt sieht es wie ein altes Windows aus, meiner Meinung nach. Ja, das können wir jetzt einfach schließen. Das ist auch. So. Ich kann das ja mal zeigen, dass es ein bisschen schneller lädt im Internet. Warte, da bin ich jetzt mal nicht in Mozilla, sondern Google Chrome. So, kurz warten. Es öffnet nicht. Ah, jetzt, okay. So, hier ist jetzt YouTube. Enter. Und es hat geladen. Also, ich habe jetzt nicht den besten PC und meiner Meinung nach hilft das. Ich habe auch ein bisschen mehr FPS bei manchen Spielen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Was ich euch auch noch schnell zeigen kann, wie ihr habt ja wahrscheinlich so ein paar Programme, so wie Steam oder so, die dann direkt am Anfang starten. Und vielleicht wollt ihr das ja nicht, weil ihr das, keine Ahnung, nicht gut findet oder so, oder weil ihr einfach schneller hochfahren wollt. Dann macht ihr einfach, drückt ihr die Windows-Taste und R. Und jetzt steht hier MS-Config. Macht einfach OK. Das müsst ihr einfach dann, normal steht hier dieses App Data Remaining, müsst ihr einfach MS-Config reinschreiben. So, jetzt steht hier Systemstart, da geht ihr rauf. Und jetzt seht ihr halt hier diese ganzen Programme. So, uTorrent, Steam Client, Hamachi. Die habe ich halt alle, habe ich das Häkchen rausgenommen, weil ich nicht möchte, dass die am Anfang starten. Hier, das sind halt die Programme, die am Anfang dann starten. So, hier könnt ihr die einfach auswählen, die ihr nicht haben wollt. Ja. Dann macht ihr einfach aufs Übernehmen und dann okay. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn es kurz war. Mal wieder. Und ich hoffe mal, dass ihr dadurch auch ein bisschen Erfolg hattet. Okay, ciao.